hob Markus seinen Kopf, den er auf den Knien abgelegt hatte. Nur wartet mal, so einfach ist das nicht. Konstantin ist immer noch Erster in der Rangfolge und wir sind mit der Ankündigung seiner Rückkehr einige Verpflichtungen eingegangen. Aber ihn sich bei den Türken erholen zu lassen, war ein taktischer Zug, sagte Alessio. Naja, Taktik hin, Taktik her. Wenn wir nächsten Monat in Trier bestehen wollen, ist ein auferstandener Konstantin eine große Hilfe. Das ist doch wohl unbestritten, oder? Bellte Luca dazwischen. Alessio spürte die aufkommende Gereiztheit. Er stand auf, schlang sein Tuch um die Hüften. Kommt, lasst uns ins Frigidarium gehen. Kommt, lasst uns ins Frigidarium gehen. Die beiden anderen Römer erhoben sich. Sie verließen den Schwitzraum und betraten den in Marmor gehaltenen Gang. Luca ließ keine Ruhe. Na, ihr wisst schon, dass eine Menge Geld und Ansehen auf dem Spiel steht. Was machen wir, wenn die Muselmanen ein unehrliches Spiel treiben? Markus blieb stehen. Wie unehrlich. Na, wenn sie die Rückkehr Konstantins verzögern, ihn vielleicht sogar festhalten. Alessio sah durch die Lücke im Mauerwerk hinüber zur Basilika San Pietro. Schwach glaubte er Kerzenschein und Fackeln zu erkennen. Er nahm das friedliche Bild dort draußen von dem römischen Bad in sich auf. Was war das für eine Aufregung um einen Herrscher, der doch eigentlich schon geschlagen war? Er würde nicht der Letzte sein. Luca und Markus feilschten um ihn, als hinge ihr Leben davon ab. Dabei ging es doch nur um Ruhm, Geld und Macht. Alessio zuckte mit den Achseln und folgte den beiden. Konstantin reckte sich. Die letzten 4 Wochen hatten ihm sichtlich gut getan. Sein Blick war wieder klar und seine Muskeln fühlten fast die alte Stärke. Die Türken hatten sogar seine Behausung sauber gemacht. Dabei waren sie vorsichtig gewesen, hatten ihn mit Spießen und Ketten in Schach gehalten. In seinem Verlies konnte er kaum stehen. So lag er im Stroh, das ihm anstelle der verkeimten Decke hingeworfen hatten, und er trug das Rütteln auf dem Karren. Sie schafften ihn irgendwo hin, vielleicht um ihn zu beseitigen. Konstantin lauerte auf die kleinste Möglichkeit, die ihm einen Weg in die Freiheit ermöglichen würde. Harald und Jost zogen die Kutten enger um den Körper. Endlich! Nicht allzu weit entfernt tauchten die Umrisse ihres Zielortes auf. Mann, ich bin gespannt, wie die Versammlung heute Abend abläuft, stieß Harald hervor. Jost schniefte durch die Nase, wischte sich den Regen aus dem Gesicht. Na, was soll schon sein? Der Blutige wird sich wieder durchsetzen. Sie tappten weiter durch die Nässe. Harald schüttelte leicht den Kopf. Na, ich weiß nicht. Die Türken und die Römer stehen hinter Konstantin. Aber ich habe gehört, dass der Bischof alles hinter sich hat, was in und rund um Trier laufen kann. Endlich waren sie an einem riesigen steinernen Kasten angekommen. Ihre Kutten wiesen sie genügend aus, sodass die Wachen am Eingang sie ungehindert einließen. Aber seine Erfahrung macht ihn umso stärker. Die Stimme von Jost hallte an den glatten Wänden zurück. Einige andere Besucher waren ebenfalls auf dem Weg in die unteren Katakomben. Sie machten den beiden respektvoll Platz. Ja, ja, aber wir stehen für Trier. Und sieh mal, da hinten, da sind unsere Brüder. Harald zeigte quer durch die Halle auf die Gruppe am anderen Ende. Konstantin konnte noch immer nichts sehen. Es war dämmerig in der Zelle. Er hatte Hunger und war gereizt. Gestern wäre er fast entkommen. Dafür hatten sie ihn geschlagen. Jetzt war wieder jemand an der Tür. Konstantin kniff die Augen zusammen, als greller Lichtschein seine Pupillen traf. Tief auf seiner Brust kam ein drohender Ton. Es fehlte nicht mehr viel. Jetzt war das Gitter weg. Konstantin stürzte in das Licht, in die Freiheit, und mit dem untrüglichen Instinkt des Kämpfers fühlte er die Gefahr. Drüben schrien die Türken, unter ihnen Akif, Rahim und Fahid. Sie feuerten Konstantin an und hielten Wettschein in ihren Fäusten. Daneben fieberten Alessio, Markus und Luca mit den anderen Römern, während der Buchmacher Geld einsammelte. Harald und Jost
Mitglieder der Motorradgang Dirty Skulls schauten skeptisch zu den Hunden hinüber. Das Milieu feuerte ihre modernen Gladiatoren in der Tiefgarage frenetisch an, während die beiden Hunde sich ineinander verbissen, mit dem unbedingten Willen, den anderen zu töten.